Schwer bewaffnete Einheiten am wichtigsten Flughafen der Krim. Die Truppen haben das Gelände abgesperrt. Sie entscheiden, wer rein darf und wer nicht. Die Soldaten sagen nicht, auf wessen Befehl sie handeln, aber die ukrainische Regierung ist sicher, Russland hat sie geschickt. Tausende Soldaten soll Moskau in den vergangenen Tagen entsandt haben. Von einer Invasion spricht die neue Regierung in Kiew. Diese unangemessene Präsenz russischer Soldaten auf der Krim ist nichts anderes als eine Provokation. Aber Moskaus Versuch, uns in einen militärischen Konflikt hineinzuziehen, ist gescheitert. Für das Kabinett in Kiew ist es nicht nur ein Machtkampf mit Moskau. Auch die politisch Verantwortlichen auf der Krim selbst stellen sich inzwischen offensiv an die Seite Russlands. Der Chef der Autonomieregierung hat die Befehlsgewalt über die Sicherheitsbehörden übernommen, ein Referendum über die Zukunft der Krim auf Ende des Monats vorgezogen und er ersucht Russland offiziell um Beistand. Ich bin verantwortlich für das Leben und die Sicherheit der Bürger. Deshalb bitte ich den russischen Präsidenten Putin um Hilfe bei der Friedenssicherung auf der Krim. Das klingt wie eine Einladung an die russischen Truppen und ist wohl auch so gemeint. Europäer und Amerikaner sind besorgt über diese Entwicklung. US-Präsident Obama schickt eine deutliche Warnung in Richtung Moskau. Eine Verletzung der Souveränität und der Grenzen der Ukraine wäre zutiefst destabilisierend. Und die USA werden sicherstellen, dass jede Militärintervention in der Ukraine ihren Preis haben wird. Offenbar erwägt Obama, den für Juni geplanten G8-Gipfel in Russland platzen zu lassen. Für den Kreml wäre das ein gewaltiger diplomatischer Affront. Ob er die russische Regierung aber von ihrem Kurs in der Krim-Krise abbringen würde, ist fraglich. Im Moment stehen die Zeichen jedenfalls auf Konfrontation. Die ukrainische Regierung hat jetzt ihre Truppen auf der Krim in Alarmbereitschaft versetzt und betont, sie werde sich den Provokationen aus Russland nicht beugen.